Willkommen zu RecoPlay. Hallo. Heute Abend wieder mit Sven. Und Daniel. Genau. Wir stellen euch heute Abend, oder heute, was vor? Amazing Spider-Man für den Game Boy. Genau. Spiel von 1990, also auch ein ganz frühes Spiel vom Game Boy. Ich erinnere mich auch, es war auch eins meiner ersten Spiele. Ich glaube, das zweite oder dritte Spiel, was ich mir damals gekauft habe. Und ist auch entwickelt von der Firma Rare. Die hatten wir ja schon vorgestellt bei Fortress of Fear. Der gleiche Entwickler, wie gesagt. Auch wieder Musik von David Wise. Da werden wir gleich mal gucken. Der hatte ja bei Fortress of Fear teils etwas nervige Musik. Ich meine mich daran zu erinnern, dass auch hier bei dem Spider-Man die Musik teilweise nur bedingt gut war. Aber wir gucken einfach, Schauen wir mal gleich rein. Genau. Und ja, rausgebracht hat es zumindest bei uns in Europa hier die Firma Nintendo. Ja, und ich habe ja meinen absoluten Spider-Man-Fachmann hier neben mir. Sein Lieblingscharakter eigentlich. Ein Lieblingscomic-Charakter zusammen mit Deadpool eigentlich, oder? Und Hulk nicht vergessen. Okay. Hulk, grün gewinnt. Ja, Spider-Man, klar. Also ich meine, das ist ja einer der world-famous Marvel-Superhelden ever. In gänzlich vielfältiger Ausführung über die Jahre hinweg. Seit den 60ern, 70ern? 70ern, 70ern, ja. Fantastic Stories oder sowas, erstmal Auftritt. Das ist ja meistens so, dass die meisten Comic-Helden quasi erstmal in einer anderen Comic-Reihe auftauchen, erstmals, um halt zu gucken, wie kommen die denn an bei den Fans. Und wenn das gut ankommt, dann wird da eine eigene komplette Serie draus gemacht. War bei Batman ja genauso. Mhm. Erst Detective Comics, glaube ich. Und dann später eine eigene Serie. Und hier haben wir halt unseren Peter Parker, unseren Wendekrabbler. Genau. Von radioaktiven Spinnen bis verseucht. Genau, und schon kann man das. Und wir versuchen mal zu klären, Daniel. Wir sehen hier The Amazing Spider-Man. Es gibt ja zumindest für mich gefühlt zig verschiedene Versionen von Spider-Man, zumindest was im Comic-Bereich ist. Also es gibt Amazing Spider-Man, es gibt Peter Parker Spider-Man. Spectacular Spider-Man. Spectacular oder Sensational Spider-Man. Ultimate Spider-Man. Zig verschiedene Versionen. Spider-Man Multiverse mit keine Ahnung wie viel Spider-Man-Varianten. Und was ist denn jetzt Amazing Spider-Man? Na gut, Amazing Spider-Man ist ja, sag ich mal, der ursprünglich, würde ich fast sagen, der aus den Fantasy-Stories entsprungene. Okay. Also unser Peter Parker in Teenagerjahren als Wissenschaftsnerd oder als Wissenschaftsnerd kann man sagen, der auf eine, weiß gar nicht, ob es damals eine Exkursion war, wie es in dem Film war. Ich glaube, eine Schulausflug irgendwie sowas. Ja, und dann von einer radioaktiv verseuchten Spinne gebissen wurde. Genau. Und somit sich die Kräfte oder, sage ich mal, die Fähigkeiten der Spinne auf ihn übertragen haben. Ja, in den Geschichten gibt es natürlich viele andere. Also Spider-Man wurde dann natürlich auch mal geklont. Und dann gibt es davon andere Peter Parkers, die dann natürlich auch sich als Spinne, als rote Spinne ausgegeben haben. Dann gibt es natürlich mal wieder Zeitsprung-Geschichten, wo es andere Spinnen gibt, die ihm zur Hilfe eilen, ein Problem zu lösen. Animated Spider-Man-Zeichentrickserie war das auch irgendwie auch am Ende, dass dann sechs verschiedene Spider-Mans, glaube ich, unterwegs waren. Scarlet Spider, Red Spider, ich weiß gar nicht mehr alles. Die sind dann quasi aber auch in den anderen Comics einfach als eigene. Da gab es dann irgendwie Sensational Spider-Man oder Peter Parker Spider-Man, dass das dann irgendwie diese Zeitlinie, sage ich das mal, irgendwie anders erklärt. Es gibt dann natürlich auch alles, was dann in der Chronologie danach spielt, dann seine Kinder, seine Frau oder dann gibt es dann natürlich auch eine Spider-Gwen, also seine erste Freundin, die dann auch mit Spinnenkräften versehen. Genau, weil das ist ja ganz interessant. Storyline gar nicht kenne. Ja, wie gesagt, ich weiß, wie gesagt, nur von den großen Spider-Man-Verfilmungen, die es ja von Sam Raimi dann gab, die hießen ja nur Spider-Man, wo es ja dann um die, ich sag's mal, seine Eroberung um Mary Jane ging. Mhm. Und die neuen Verfilmungen jetzt, wo es ja, glaube ich, vor aktuell dem Homecoming, die heißen jetzt auch Amazing Spider-Man. Und da geht es aber nicht um Mary Jane, glaube ich. Gwen Stacy, seiner eigentlichen ersten großen Liebe. Genau. Seine erste Freundin, die er dann auf sehr tragische Art und Weise. Natürlich der grüne Goblin mal wieder seine Finger im Spiel. Ja, du hast mir eben erst erzählt, ich war ganz schockiert, als ich das gehört habe, weil ich die Geschichte überhaupt nicht kenne, muss ich gestehen. Ja. Also ich kenne wirklich nur solche diese Klassiker im Prinzip, wirklich mit Mary Jane, so wie man es aus den letzten Filmen, die waren ja, glaube ich, auch Anfang 2000, da haben die ersten angefangen, dann, Spider-Man 1 oder sowas, und halt aus den Zeichentrickserien, also das ist so mein Gebiet. Ja, also ihr seht, auf jeden Fall ein großes Universum und auch... Zudem gab es viele, viele Spiele von Spider-Man. Da werden wir uns hier mit Sicherheit auch noch das eine oder andere anschauen. Mhm. Und das dann auch nochmal versuchen einzuordnen, aus welcher Zeitlinie das stammt. Und genau.
Ja, in unserer Geschichte hier geht es jetzt um Mary Jane, wie gesagt. Und zwar haben, ich glaube, 5 oder 6 Gegner von Spider-Man Mary Jane entführt. Und er muss natürlich jetzt versuchen, sie wiederzukriegen. Mhm. Und ich meine, das ist jetzt auch schon ein bisschen lange her, müssen wir vielleicht auch gleich mal in der Anleitung nachschauen, dass sie irgendwie so das Geheimnis seiner Identität irgendwie preisgeben wollen. Und deswegen muss er sich unter anderem auch dann auf den Weg machen, um die zu besiegen. As always. Ja, genau. Ja, typische Comic-Geschichte. Genau eigentlich. So. Oh so nein. Will. Genau. Geheime Identität in Gefahr. Genau, ja. Ja, wir schauen mal ganz kurz auf die Cover-Varianten, die es hier gibt zu dem Spiel. Ihr seht, in Japan ist das Spiel wieder nicht rausgekommen. Und unsere europäische Version hier hat dasselbe Cover wie die amerikanische. Allerdings hier auf der amerikanischen seht ihr das Logo von LGN. Das ist hier der Publisher gewesen. In Europa hat es ja Nintendo selbst rausgebracht. Und was ganz spannend oder interessant eigentlich ist, hier oben dieser riesen Schriftzug auf der amerikanischen Verpackung Interactive Video Games. Da musste ich auch erstmal ein bisschen recherchieren, weil ich hatte auch mal das Modul davon, wo es drauf war, und habe mich auch so gefragt, was ist denn das eigentlich? Okay. Und Interactive Video Games, zum einen kurios, weil es normal würde man ja sagen Interactive Video Games. Mhm. Bei LGN hieß das dann Interactive. Ob das einen tieferen Sinn hatte, weiß ich jetzt nicht. Hat es bestimmt gehabt, wo irgendein schlauer Marketingmensch gesessen hat. Nein, das sind immer die Marketingmenschen, die sowas Tolles ausdenken. Ich wirklich nicht rausfinden, was es ist. Das Einzige, was ich rausgefunden habe, ist, dass diese Interactive Video Games eine eigene Publikationsreihe im Prinzip von LGN gewesen ist. Okay. Unter der halt entsprechend auch hier diese Spider-Man dann rausgekommen ist. Ja. Ansonsten, ich finde ein sehr, sehr cooles Cover. Sehr schöne Zeichnung. Ich glaube, wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten. Ich mag das hier ehrlich gesagt bei Spider-Man nicht, wenn diese Spinnennetze unter den Achseln irgendwie drin sind. Das ist nicht ganz so mein Fall. Du fandst das nicht ganz so schlimm, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Also, es kommt drauf an, in welcher Ausprägung. Es gibt das, mit wo es wirklich von weiß ich nicht, Ellbogen bis zu untere Rippenbogen hat. Das ist schon ein bisschen too much. Also dann kann man auch schon einen Batman draus machen. Nein, natürlich nicht. Aber... Too much. Oder diese Flughörnchen gibt es auch, oder? Die auch so komplett hier von da bis da. Rot-blaues Flughörnchen. Ja, sensationell eigentlich. Mhm. Okay. Ja, nee, aber ansonsten eigentlich ein sehr schönes Cover. Hier hinten dann haben wir ganz klar die 2 Screenshots wieder. Auch sehr schön gemacht hier. In einem leicht roséfarbenen. Das ist bestimmt nur ausgeblichen. Ja. Nein, das war damals schon wirklich so. Mhm. So, gucken wir mal, wir haben ja unsere Cartridge. Cartridge, genau, in Doppelverpackung sozusagen. Mhm. Und ja, dann hier unsere Anleitung. Habe ich hier ganz normal wieder unser Nintendo-Qualitätssiegel. Mhm. Hier dann unsere Vorgeschichte, die Steuerung. Mhm. Die ist aber, wie gesagt, ja auch auf Game Boy. Es gibt ja im Prinzip wirklich nur 2, 3 Tasten. Sagen wir 3, wenn man Select mit dazu nimmt. Das ist jetzt nicht so umfangreich. Das ist eben hier unterteilt, wenn du am Netz schwingst. Es gibt diese vertikalen Ablaufbereiche, wo man Häuserwände hochklettern muss, ganz Spider-Man-mäßig. Da kann man dann nochmal entsprechend drauf zurückkommen. Hier dann die Levels, die verschiedenen. Haben wir hier schon gesehen. Mysterio. Genau, der Goblin. Genau, das ist hier so ein Spinnen-Hochkrabbel-Level, was dann hier ganz schön deine Spinnen sind, wenn von oben Steine fallen, musst du schnell rechts oder links zur Seite. Mhm. Ist ganz nett. Dann, wie heißt er nochmal hier? Mit dem Stachel Skorpion. Skorpion heißt er, glaube ich, einfach, ne? Ja, der Skorpion, ja. Genau, ja. Ist dann hier in einem U-Bahn-Schacht. Also, das ist eigentlich ganz schön hier, die Level alle einzeln vorgestellt. Hier Dr. Octopus natürlich. Rhino, genau, ja. Den fand ich in dem. Den haben sie ja in einem der Filme. Ja, einbauen wollen. Okay. Ja, den fand ich nicht so toll. Ich weiß es gar nicht mehr. Und auch natürlich Venom als letzten. Natürlich ganz aktuell sind wir dann mit Venom hier. Das im Moment, aktuell. Naja, gut, im Moment ist ja auf jeden Fall die Trailer. Trailer ist draußen für, oder neuer Trailer draußen. Jetzt. Genau. Kommt wohl im Oktober in die Kinos. Das kann sein, ja. Ja, ich bin mir nicht so roundabout, glaube ich. Ja. Ja, ganz kurz zum Preis noch. Damals Standard Gameboy-Preisspiel war so um die 50 Mark, 60 Mark vielleicht, nachdem halt, wo man es gekauft hat. Heute ist es eigentlich normal teuer, kann man eigentlich sagen. Also die Cartridge alleine, wer sie haben will, kriegt ihr für 5, 6 Euro eigentlich. Und komplett jetzt mit Anleitung und Verpackung so an die 35 Euro etwa. Also noch ganz okay. Also eigentlich Standard für die meisten Gameboy-Spiele, die jetzt keine Ultra-Raritäten sind, muss man ja komplett mit Packung und Anleitung so an die 40 Euro immer bezahlen. Und da liegt das Spiel ungefähr auch etwa drin. Wer es liebt, gibt's aus. Genau.
Wir gucken mal, ob wir es lieben. Mhm. Ich erinnere mich nur daran, dass die Steuerung ein bisschen tricky war teilweise. Also wir gucken gleich mal. Wir schauen es uns jetzt mal an und dann könnt ihr euch euer eigenes Urteil bilden. Bis gleich. Genau, bis gleich. Amazing Spider-Man. Ja, da haben wir es auch gelesen. Rare, Limited. Eigentlich ganz nettes Cover hier, ne? Ja. Selbst in der Pixel-Grafik sieht man diese seine Spinnenweben, die so eigentlich aus mehreren kleineren Einzelteilen oder. Aber wir haben ja auch gerade schon gesehen, trotz der europäischen Version steht hier unten LGN Toys. Limited. Ja? Mhm. Also auch da die. Willst du mal starten? Willst du mal probieren? Ich oder? Ja, komm, leg du mal los. Hello, muss natürlich Parker auch lesen. Ne? Ist klar. Don't pretend with me. I know you are who you are, Spider-Man. Recognize my notice, what? Sure, I don't know. I know that electronic. Ach komm, ich bin schon. Ey, komm, setz dich doch mal näher dran. Well done, Webhead, but cut the wise cracks if you ever want to see Mary Jane again. What have you done with her? Where is she? You'd better not hurt her. Don't threaten me, Wallcrawler. We'll discuss this in the alleyway if you make it. Don't worry about me, dome brain. I'll be in your face so fast I'll pop your... What? Irgendwas. So, hier haben wir unseren Spider-Man. Sehr schön eigentlich, auch von der Game Boy Advance-Umsetzung, dass Spider-Man hier natürlich ein rotes Kostüm anhat. Genau, du hast mit A springst du. Ich habe noch gar nicht so viel Web. Genau, wir gehen ganz kurz mit die Anzeigen durch. Also wir haben links unten unsere Score natürlich, die Punkte. In der Mitte der Balken ist unsere Energie, unten drunter das Spidey-Gesicht. Jetzt hast du gerade umgeschaltet. Tut mir leid. Zu viel Knöpfe. Gib nur A und B auf dem Game Boy. Dadurch, dass wir ja auf dem Advanced Player sind, brauchst du die anderen Knöpfe alle gar nicht. Genau, also der Spider-Man-Kopf und zwei Leben. Und dann haben wir hier Web-Kartuschen eine und darunter die Anzeige für die Web-Energie. Und du kannst mit B gedrückt entweder Web schießen auf Gegner oder wenn du hochspringst, kannst du dich an der Decke in Anführungszeichen auch festhalten und schwingen. Gut, das ist keine Decke. Zieht aber auch Web ab. Und du musst mal gucken, also du kannst, wenn du nur A drückst, springt er, wenn du zwei Schritte läufst und dann A drückst, springt er höher. Genau, und dann kannst du auch mit Web das Ganze machen. Einfach nach unten drücken wieder. Aha. Treten, schlagen und sonstiges ist nicht. Mit B. Lass nur einmal B schlagen. Dann schlägst du. Okay. Also kurz B. Die kann man, glaube ich, kaputt machen, wenn du drauf springst. Naja, genau. Genau, und wenn du dich duckst und B machst, dann tritt er. Genau. Aha. Ah, so kann man es auch kaputt machen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ich bin immer drauf gesprungen früher. Oh, der haut mich ja noch. Trifft dich, ja. Also mir fällt direkt mal auf, die Soundeffekte sind dieselben wie bei Fortress of Fear, wenn du getroffen wirst. Ja, ist derselbe Soundeffekt wie bei Fortress of Fear. Daniel, blinkst schon. Oh. Jetzt bist du tot. Das ist ein Ärger. Aber wenigstens genauso gut wie bei Fortress of Fear, sehr fair finde ich, man darf an derselben Stelle weiterspielen. Und muss nicht nochmal komplett von vorne den Level machen. Oben ist ein Hamburger, der bringt Energie. Ich glaube, an dem bin ich aber noch nie dran gekommen. Nee, du kannst nur höher springen, wenn du vorher zwei Schritte machst. Sonst geht's nicht. Ja, sehr gut. Die Steuerung ist ein bisschen tricky, ne? Mit dem Web nach oben machen. Das ist nicht ganz so ausgefeilt irgendwie.
Aber die Animationen zumindest oben, das ist ganz schön, wenn er da unten ist. Ja, von den Rauchdingern darfst du dich nicht treffen lassen. Zur Not mal drüber springen oder so. Ah! Und dran. Nein. Ah. Besser im Nahkampf dran und draufschlagen. Ja, genau. Und aber auch nicht zu nah. Nicht zu nah, ja. Ja. Nee. Tja. Okay. Gar nicht so einfach. Probier's direkt nochmal. Deswegen hatte ich nie einen Gameboy. Ja, auch. Und hier, genau. Yes or no? Ganz nett gemacht hier mit dem Spinnnetz. Oh, aber das ist auch ultra fair. Man darf direkt am Endgegner mit derselben Energie, die der Endgegner hat, anfangen. Also das habe ich in keinem anderen Spiel bis jetzt angesehen. Aber das waren jetzt drei Schläge und der hat... Ja eben, aber normal, wenn du Continue machst, du musst entweder den kompletten Level nochmal machen. Aber ja, das hier habe ich noch nie gesehen. Ballhead didn't tell me much. Who is this? Ach, guck mal da. Crawl up to the roof and meet your doom, Spider-Man. When I'm through with you, Pumpkin Brain, you'll never trick Dr. Threat. Trick or Treat again. Dr. Treat or Treat. Okay. Sehr geile Sprüche. Most amusing, but I'll have the last laugh. Don't count on it, Gobby. I'm on my way. Ja, diese wabernde Schrift macht's auch nicht besser zum Lesen. Nee, macht's nicht besser. Genau, jetzt kletter hoch, nicht die Sprungtaste drücken hier in dem Level. Genau, dein Spinnensinn zeigt dir immer an, wo diese Kugeln runterfallen, dann musst du entsprechend nach rechts oder links ausweichen. Genau, und wie gesagt, nicht springen, weil dann fällt er runter. Du musst nur ganz am Ende in irgendein Fenster reinspringen. Ah! Toll, da hätte ich jetzt einen Burger abschlagen können. Oh, hast du sogar noch gekriegt, obwohl er aus dem Bildschirm war, also auch sehr fair. Ich glaube, das Ende ist links irgendwo nachher. Auf jeden Fall schon mal ganz nett, dass das Spielprinzip hier ein bisschen wechselt von der Side-Scrolling-Action. Und jetzt musst du mit A nach oben springen, wenn du unterm Fenster bist. Hochspringen, ja, genau. Also ganz nett, dass man hier so einen anderen Level hat, mal mit einer anderen, mit einem anderen Spielmodus im Prinzip. Ich finde, die Laufbewegung ist so ein bisschen komisch. Also auch, dass er so gebückt irgendwie ständig steht, ist so ein bisschen komisch animiert, finde ich. Jetzt großen Sprung und genau. Was das ist, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Muss ich vielleicht mal in die Anleitung gucken, wenn diese Sachen da runterfallen. Naja, es gibt mir halt schon einen Score, sage ich jetzt mal. Ja, aber warum explodiert das dann so auseinander? Das kennt man ja eigentlich dann, dass irgendwie alle Gegner im Bildschirm kaputt gehen oder irgendwie sowas, aber das hat es ja auch nicht gemacht. Ah! Oh, wieder dood. Da steht aber auch nichts in der Anleitung drüber drin. Scheint einfach irgendwie viele Punkte zu sein. Was anderes passiert da eigentlich nicht. Ist aber weit aus dem Bildschirm geflogen eben. Da musst du... Nee, zurück. Da kannst du nur... Geh mal nach unten. Runter. Da kannst du nur mit einem großen Sprung hin. Der springt ganz hoch. Mit Anlauf und dann ein bisschen weiter vom... Das war knapp. Ja, genau. Das sind so ein paar Stellen, die muss man mal gespielt haben. So, und jetzt? Da kommt großer Sprung mit Anlauf und rüber. Wenn nichts kommt, einfach mit einem großen Sprung rüber und zur Not hoch, genau. Ja. Web. Okay.